Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Benjamin an. Dieser hat über ADV-Cache geschrieben, welches er mit 4,9 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. In dieser Woche habe ich zwei verschiedene Zahlungsmethoden probiert. Advanced Cache, ADV-Cache und OKPay. Bei beiden handelt es sich um eine E-Wallet, also eine elektronische Geldbörse, die vor allem den Geldtransfer im Internet erleichtern soll. Heute geht es erst einmal um Advanced Cache und welche Erfahrungen ich dort gemacht habe. Ein großer Vorteil von Advanced Cache ist, dass sie stetig neue Partner und Währungen aufnehmen. So kann man nicht nur Geld transferieren über Advanced Cache, sondern zum Beispiel auch mehrere Kryptowährungen. Um seinen Account aufzufüllen, hat man unzählige Möglichkeiten, dies zu tun über eine der vielen Partnerseiten. Dazu gehören unter anderem Changer.com, Netex, Ebomen, Internet Money, Exchange, SailChange und noch viele weitere. Mit diesen Schnittstellen kann man sein Geld zwischen unterschiedlichen Anbietern bewegen, wie beispielsweise von OKPay zu Advanced Cash oder von Kiwi. Außerdem kann man auch Kryptowährungen wie Bitcoins, Litecoins und alle anderen, die zurzeit am Markt sind, so eintauschen. Ein weiterer Vorteil ist da allerdings für die meisten Bezahlsysteme solcher Art gilt, dass der Geldtransfer schnell ist. Wenn man eine Überweisung über Advanced Cash tätigt, ist diese meistens binnen weniger Sekunden angekommen. Damit die Abläufe bei Advanced Cash so schnell bleiben und reibungslos laufen, arbeiten sie mit verschiedenen Partnern zusammen. Darunter BitPay, Protectimus, zuständig für diverse Sicherheitssysteme von Banken und anderen großen Unternehmen, ID-Checker zur Überprüfung von Dokumenten und Interkassa, führendes Bezahlsystem im russischen Raum. Auf diese Art und Weise wird Advanced Cash zu einer vielseitigen Plattform, die für alle Belange eine Lösung hat. Mit der E-Wallet von Advanced Cash kann man normal Zahlungen erhalten und Überweisungen tätigen. Das macht vor allem das Shopping im Internet einfach, da man sofort überweisen kann ohne zeitliche Verzögerung. Wenn man von einem Advanced Cash-Konto auf ein anderes Geld schickt, so fallen keinerlei Gebühren an. Für die Nutzung dieser Geldbörse fallen ebenfalls keine Jahresgebühren an. Als normale Währungen sind derzeit der Euro, Dollar, Pfund und der russische Rubel im Angebot. Der Wechselkurs für die Währungen wird zu optimalen Bedingungen angeboten, ohne hohe Provisionen. Advanced Cash bietet eine Mastercard an in Euro und Dollar. Dabei gibt es zwei Varianten. Eine virtuelle Kreditkarte, die man eben nur online verwenden kann, und eine Plastikkarte, die an allen Akzeptanzstellen für Mastercard funktioniert. Mit einer solchen kann man ganz normal beim Einkaufen bezahlen oder Geld abheben. Die Plastikkarte bekommt man gegen eine einmalige Zahlung von $4,99. Man braucht keine monatlichen oder jährlichen Gebühren zu zahlen. Man kann mit einer solchen Karte täglich nicht mehr als 3000 Euro oder Dollar von einem Geldautomaten abheben. Das Monatslimit liegt bei 90.000 Euro bzw. Dollar. Wenn man Geld vom Geldautomaten zieht, muss man 1,99 Euro bzw. Dollar an Advanced Cash zahlen. Beim Einkaufen mit der Kreditkarte fallen keine weiteren Gebühren an. Die virtuelle Karte bekommt man gegen einmalig 1 Dollar und man kann sie die nächsten 3 Jahre nutzen, ohne monatliche oder jährliche Gebühren. Bei beiden Varianten kann man täglich nicht mehr als für 10.000 Euro bzw. Dollar einkaufen. Die Erstellung eines Accounts bleibt kostenlos. Wenn man Geld von seinem Bankkonto per SEPA oder SWIFT-Überweisung auf das Advanced Cash-Konto transferieren möchte, so zahlt man keine Gebühren, es sei denn, es handelt sich um eine dritte Partei. Dann muss man 1% der Summe abdrücken. Für alle anderen elektronischen Währungen gibt es Gebühren zwischen 0,95% und maximal 4,25%. Bitcoins gehen zum aktuellen Kurs ohne zusätzliche Kosten. Nun zu den Auszahlungen. Die Auszahlung in Bitcoins erfolgt wieder zum internen Wechselkurs. Alle elektronischen Währungen sind gebührenfrei. Bei Auszahlungen an Mastercard muss man pauschal 0,99 Dollar oder Euro abgeben. Einige Vorgänge sind nur für Nutzer möglich, die sich vorher verifiziert haben, also ihre Identität nachgewiesen haben. Das braucht man beispielsweise dann, wenn man eine Banküberweisung auf das ADV-Cash-Konto tätigen möchte. Damit man sich verifiziert, muss man einige Dokumente bereithalten und mindestens 18 Jahre alt sein. Man braucht auf jeden Fall seinen Personalausweis oder Reisepass, wo man die Vorder- und Rückseite einscannt. Man sollte darauf achten, dass der Ausweis noch gültig ist, sonst kommt es zu Schwierigkeiten. Die Dokumente lädt man dann über den ID-Checker hoch und schickt sie zur Überprüfung. Das Team braucht meistens 2 oder 3 Werktage für die Bearbeitung. Wenn alles geklappt hat, ist man dann verifizierter Nutzer und hat auch andere Limits bei der Nutzung der Kreditkarte.
Falls Unstimmigkeiten aufgetaucht sind und etwas nicht angenommen werden konnte, dann wird es direkt mitgeteilt und man lädt erneut ein Dokument hoch, was den Bedingungen entspricht. Ich nutze Advanced Cache nun schon seit einigen Wochen. Die Registrierung bei Advanced Cache war innerhalb weniger Minuten vollendet und man kann fast alle Dienste nutzen. Da ich mein Konto allerdings per Banküberweisung auffüllen wollte, musste ich mich verifizieren. Hier war ich besonders gespannt, wie sie es handhaben werden, da ich bei OKPay mehrere Anläufe gebraucht habe. Zu meiner Überraschung war das sehr einfach, da mein Personalausweis gereicht hat. So haben sie meine Identität anerkannt und auch meine Adresse und ich konnte loslegen. Ich nutze Advanced Cache also hauptsächlich, um Geld zwischen Questra, der elektronischen Geldbörse, und meinem Bankkonto hin und her zu schieben. Weil das alles sehr gut lief und ich definitiv zufrieden war, bestellte ich auch die Kreditkarte. Denn dann kann ich mir den Schritt sparen, das Geld mühselig auf mein Konto zu überweisen. Die Kreditkarte steht unter dem Stern von Mastercard, was ein großer Vorteil ist. Es ist ein bekannter Anbieter und es wird fast in jedem Geschäft akzeptiert, wo Kreditkarten angenommen werden. Was mir ebenfalls positiv aufgefallen ist, sind die Gebühren. Die sind nämlich sehr gering und oft auch gar nicht vorhanden. Advanced Cache empfehle ich jedem, der viele Geschäfte im Internet zu erledigen hat und vor allem auch diejenigen, die Kryptowährungen besitzen. Die angebotenen Dienste werden alle korrekt und vor allem schnell ausgeführt. Nachteil ist bisher nur, dass es die Seite noch nicht auf Deutsch gibt. Wenn man aber etwas Englisch versteht, sollte man keine Probleme haben, da es weitestgehend selbsterklärend ist. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.